Hallo, ich bin Josefe Cáceres, Reinigungskraft an der ehemaligen Pädagogischen Universität, einer öffentlichen Universität in Santiago de Chile. Ich bin Anführerin der PTR, der Partei der Revolutionären ArbeiterInnen in Lateinamerika, und ich möchte euch mit diesem Video erzählen, was wir zurzeit in Chile erleben. Am vergangenen Wochenende haben wir in Chile einen Wahlprozess erlebt, bei dem Millionen Menschen die neuen Bürgermeister, Stadträte, Gouverneure und die neuen Mitglieder des Verfassungskonvents gewählt haben. Also diejenigen, die die neue Verfassung schreiben werden, die die politische Landkarte im Chile der kommenden Jahre sein wird. Der Wahlprozess zum Verfassungskonvent war das Ergebnis eines Friedensabkommens, das die rechte Regierung von Piñera sowohl mit der ehemaligen Concertación als auch mit Sektoren der Frente Amplio, der Opposition, unterzeichnet hatte. Mitten im Prozess des Volksaufstands in Chile im Jahre 2019, der das politische und soziale System, das in den letzten 4 Jahrzehnten in Chile Millionen Menschen ins Elend stürzte, zutiefst in Frage stellt, sind die Verantwortlichen und NutznießerInnen, die mit den Parteien der Concertación und insbesondere der Rechten verbündete GroßunternehmerInnen. Vergangenes Wochenende erlebten wir einen verfassungsgebenden Wahlprozess, der zwar nicht die Wahlbegeisterung von Millionen von Menschen geweckt hat, der aber in einem historischen Moment kommt, den das Land gerade durchlebt. Das Ergebnis dieser Wahl ist enorm wichtig, denn der rechte Flügel ist tief angeschlagen, ebenso wie die traditionellen Parteien des Regimes. In der Tat waren diejenigen, die in diesem verfassungsgebenden Wahlprozess einen Sieg errangen, unabhängige Sektoren, die politische Parteien ablehnen, ein Phänomen, das das Gefühl und die Tiefe der Infragestellung dieses Systems stark zum Ausdruck bringt. Es ist ein Prozess, der von einer starken Politisierung zeugt, bei dem Frauen eine führende Rolle eingenommen haben. So wurden in ihrer großen Mehrheit Vertreterinnen von sozialen Bewegungen, kleinen oder unabhängigen Parteien gewählt. Die chilenische Rechte ist tief getroffen. Es sind die Parteien der 30 Jahre Neoliberalisierung, die Parteien, die die Prekarität unseres Lebens vertieft haben, die in diesem Wahlprozess besiegt wurden. Das rechte Lager bekam nicht einmal 20% der Stimmen. Bei der Partei Renovación Nacional, die die bedeutendsten Sektoren der Rechten vereint, sitzt der Schlag tief. Sie geben sogar zu, dass sie in einer Krise stecken. Gleichzeitig feiern die Sektoren der unabhängigen und linken politischen Organisationen, vor allem die reformistische Linke. Heute sehen wir in Chile eine Linkswende, in Kontinuität des Volksaufstands von 2019, jedoch als an die Institutionen gebundene Abweichung desselben Prozesses und damit Gefahren ausgesetzt. Der Verfassungskonvent wird in den kommenden Monaten das Zentrum der politischen Gravitation sein, die heute die Erwartungen und die Illusionen kanalisiert hat, dass es die Bürgerinnen, die Arbeiterinnen sein werden, die den politischen Kurs des Landes bestimmen können. Eine Tatsache, die gleichzeitig eine tiefe Ablehnung der Parteien des Regimes ausdrückt und den Traum nach einem besseren Leben beflügelt, jedoch nicht das Ergebnis dieses verfassungsgebenden Prozesses sein kann. Denn die einzige Möglichkeit, die seit dem sozialen Ausbruch zum Ausdruck gebrachten Tendenzen zu Brüchen zu entwickeln, um die gestellten Forderungen durchsetzen zu können, besteht darin, den Weg der Rebellion vom Oktober 2019 wieder aufzunehmen, der den Weg zu einer effektiven, freien und souveränen verfassungsgebenden Versammlung ebnet. Una asamblea constituyente libre y soberano.
Wir als Partei, als revolutionäre ArbeiterInnen, stellten Kandidaturen im Rahmen dieser Wahl auf. Wir taten es trotz der Antiparteistimmung offen, um die Wichtigkeit der Gründung einer ArbeiterInnenpartei zu betonen, die den Kampf für den aktiven Generalstreik auf die Tagesordnung der Debatte setzt, um Piñera aus der Regierung zu vertreiben und die Weichen für ein politisches, wirtschaftliches und soziales Programm legt, das die Interessen der großen Mehrheiten schützt, indem es durch einen Notfallplan die gesundheitliche und politische Krise angeht, die wir heute durchleben, welche die Piñera-Regierung auf unsere Schultern abzuladen versucht. Creemos que es importante que la participación de este proceso nos mostró la potencialidad de nuestras ideas a nivel nacional. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die Teilnahme an diesem Prozess das Potenzial unserer Ideen unterstrich. Auf nationaler Ebene haben wir mehr als 52.000 Stimmen erhalten, im Kontext einer Ablehnung der Parteien im Allgemeinen, und das bot dennoch die Möglichkeit, eine politische Alternative für arbeitende Männer und Frauen zu schaffen. Wahlen, die uns alle geprägt haben und die von Sektoren des Gesundheitspersonals der ersten Reihe, Frauen, Bewohnerinnen der Armenviertel, Studentinnen, begleitet wurden. So haben wir in Antofagasta die Kandidatur unseres Genossen Lester Calderón, Gewerkschaftsführer der Sprengstofffabrik Orica, aufgestellt, der mehr als 20.000 Stimmen erhielt. Wobei die Mehrheit derjenigen, die diese Kandidatur unterstützten, ArbeiterInnen aus der Industrie, dem Bergbau, dem Bildungssektor in der Region Antofagasta sind. In der Stadt Santiago, in ArbeiterInnenvierteln wie Puente Alto, San Miguel und anderen, bekamen die Genossinnen Valeria Yáñez, eine Gesundheitsarbeiterin, ich, eine Reinigungsarbeiterin, Beatrice Bravo, eine junge Arbeiterin der Post, und Daniela Aranguis, Lehrerin, die meisten Stimmen auf unserer landesweiten Liste der revolutionären ArbeiterInnen aus der Arbeiterklasse. Wir präsentierten diese Kandidatur in 8 Bezirken, erhielten 52.340 Stimmen und nutzten die Wahlplattform, um eine Alternative zum Reformismus der Kommunistischen Partei, der Opposition und der Frente Amplio aufzuzeigen. Wir sind dankbar für die 87.000 Stimmen, die wir insgesamt erhielten. Obwohl wir nur eine Sekunde Sendezeit bei der ausgestrahlten Wahlsendung hatten, ohne jegliche Unterstützung der Bosse in Chile, weil wir eine unabhängige Politik der ArbeiterInnen auf nationaler und internationaler Ebene erkämpfen wollen. Die Niederlage der rechten Regierungen, der Parteien der 30 Jahre Neoliberalismus, öffnet uns einen Weg, die Mobilisierung wieder aufzunehmen, um unsere Forderungen wie das Recht auf legale Abtreibung, das Recht auf kostenlose Gesundheitsversorgung, auf kostenlose staatlich garantierte Bildung, das Recht, das Geschäft der AFP zu beenden, das heißt die Verwaltung der Rentenfonds durch private Versicherungsgesellschaften abzuschaffen und sogar die Verstaatlichung der natürlichen Ressourcen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir glauben, dass wir die Koordination zwischen ArbeiterInnen und Studierenden organisieren müssen, Komitees gründen müssen, die auf die Entwicklung der Mobilisierung abzielen, basierend auf einem Programm, um unsere Forderungen mittels des Kampfes auf der Straße durchzusetzen. Das heißt, durch Mobilisierung, denn dieser verfassungsgebende Prozess wird die Forderungen von Millionen, die 2019 auf die Straße gegangen sind und heute noch gehen, nicht verwirklichen. Deshalb müssen wir die Entwicklung der Politisierung nutzen, die in Millionen von Menschen stattfindet, in riesigen Sektoren der ArbeiterInnenklasse, Erwartungen, die ein antikapitalistisches, von den Bossen unabhängiges Programm brauchen, das den Wunsch der ArbeiterInnen ausdrückt, den Verlauf ihres eigenen Landes bestimmen zu können.